Ja, ihr Lieben, in den letzten Tagen und Wochen haben wir uns hier auf dem Kanal wirklich etwas intensiver mit bestimmten Kaiju oder auch Titanen beschäftigt. Unter anderem haben wir uns im letzten Video einmal den lieben Gigan etwas genauer angesehen und ebenfalls eine Idee dazu gesponnen, wie Gigan im Endeffekt auch in das Monsterverse selber passen würde, um hier eine Rolle an der Seite von Kong und auch Godzilla Evolved einnehmen zu können. Und ihr schreibt mir unter meine Wer-ist-Videos immer wieder regelmäßig bestimmte Ideen, welche Dinosaurier oder ebenfalls auch Titanen oder Kaiju ich als nächstes mal behandeln sollte. Und ja, die Wahl ist jetzt hier auf das sogenannte Monster X gefallen. Der Name ist jetzt wirklich öfter in den Kommentaren aufgetaucht und ich dachte mir, warum nicht? Denn das Monster X ist wirklich ein sehr spezieller Kaiju, eine sehr spezielle Kreatur aus dem filmgewordenen Fiebertraum Godzilla Final Wars. Und deswegen, ja, würde ich sagen, wir quatschen jetzt mal hier in diesem Video genau über dieses Monster, über Monster X. Legen wir gleich los. Viel Spaß mit dem Video. Monster X. Ein Name, der Fans von Godzilla Final Wars das Blut in den Adern gefrieren lässt. Mysteriös, bedrohlich und mächtig. Doch was genau steckt hinter diesem faszinierenden Kaiju? Wo kommt er her und welche Kräfte besitzt er? Und die vielleicht wichtigste Frage, könnte es vielleicht eines Tages im Monsterverse auftauchen? Und wenn ja, welche Storyline könnte man Monster X dann verpassen? Genau diese Fragen werden wir jetzt hier in diesem Video einmal beantworten. Godzilla Final Wars ist im Jahr 2004 erschienen und markierte das 50. Jubiläum des Godzilla-Franchise. Der Film ist eine actiongeladene Hommage an frühere Kaiju-Filme und bringt zahlreiche bekannte Monster zurück auf die Leinwand. Die Handlung könnte man als äußerst rasant bezeichnen. Ich versuche sie hier einfach mal so grob wie möglich zusammenzufassen. Aliens, die sogenannten Xilien, greifen die Erde an. Sie kontrollieren Monster wie Rodan oder auch Gigan und viele andere, um Chaos auf der Erde zu verbreiten. Die Menschheit sieht sich vor einer scheinbar unbesiegbaren Bedrohung. Doch die Xilien haben nicht mit Godzilla gerechnet, denn unser ikonischer Antiheld wird nun hier befreit und beginnt, die außerirdisch gesteuerten Monster in einem epischen Zerstörungsfeldzug zu besiegen. Und dann kommt es zum finalen Showdown. Die Xilien entfesseln ihre ultimative Waffe, das sogenannte Monster X. Und ja, Monster X ist wirklich einer der mysteriösesten Kaiju im gesamten Godzilla-Universum. Sowohl auf Toho als aber auch auf das Monsterverse selber gemünzt, sollte es da eines Tages auftauchen. Es erscheint erstmals gegen Ende von Godzilla Final Wars und stellt eine völlig neue Bedrohung dar. Mit seinem skelettartigen Aussehen, den schwarzen und silbernen Farben sowie den leuchtenden Augen wirkt es wie eine düstere, fast schon dämonische Kreatur. Und wie eben gerade schon erwähnt, Monster X wird von den sogenannten Xilien kontrolliert und scheint gezielt erschaffen worden zu sein, um Godzilla selbst zu vernichten. Doch um ehrlich zu sein, was es wirklich ist, das bleibt größtenteils ein Rätsel. Viele Fans spekulieren, dass es kein gewöhnliches Monster ist, sondern dass Monster X eine biologische Waffe sein könnte, die mit außerirdischer Technologie erschaffen wurde. Dieser Kaiju ist ein absolutes Kraftpaket, was spätestens dann klar wird, wenn man sich seine Fähigkeiten einmal genauer anschaut. Zum einen haben wir hier die übermenschliche Stärke. Es kann mit Godzilla im Nahkampf locker mithalten, was nur wenige Kaiju generell können. Ebenfalls besitzt Monster X auch eine Energiewaffe. Es feuert goldene Gravitationsstrahlen aus seinen Augen ab, die mit massiver Zerstörungskraft einschlagen. Auch die Beweglichkeit dürfen wir hierbei nicht außer Acht lassen, denn trotz seiner massiven Gestalt ist Monster X unglaublich schnell und wendig. Und wir dürfen den wahrscheinlich wichtigsten Punkt hierbei nicht vergessen, denn bei dem Thema Verwandlung wird es richtig spannend. Monster X kann sich in Kaiser Ghidorah verwandeln, eine gigantische, dreiköpfige Neuinterpretation des legendären King Ghidorah, den wir ebenfalls schon hier in diesem Wer-ist-Format behandelt haben. In dieser Form ist er einfach noch stärker und gefährlicher. Und ja, Monster X und Kaiser Ghidorah lassen sich nur sehr schwer voneinander trennen. Allerdings habe ich mir für dieses Video hier gedacht, dass wir wirklich zentral beim sogenannten Monster X bleiben und Kaiser Ghidorah werde ich noch einmal ein separates Video widmen. Und das, obwohl es sich hierbei im Endeffekt um eine Weiterentwicklung, eine Verwandlung von Monster X handelt. Der Grund dafür ist einfach, dass beide Varianten so unterschiedlich sind, wie sie nur sein könnten. Und deswegen bin ich der Meinung, dass jeder einzelne von ihnen ein eigenes Video verdient. Woher also kommt Monster X jetzt wirklich?
Und auch hier müssen wir ganz klar sagen, die Herkunft bleibt im Großen ein Geheimnis. Aber wir wissen zumindest, dass Monster X aus dem Weltall stammt. Vermutlich aus der Heimat der Xilien. Es könnte eine Art von Experiment gewesen sein, eine Art ultimative Kampfmaschine, um die Erde zu erobern. Eine andere Theorie besagt, dass Monster X eine Variation von Ghidorah selbst ist, der in vielen Godzilla-Filmen als außerirdischer Drache beschrieben wird. Möglicherweise ist Monster X eine Art von mutierter Form oder ein Klon, erschaffen durch die fortschrittliche Technologie der Xilien. Die Verbindung zu Kaiser Ghidorah deutet zumindest darauf hin, dass diese beiden Kreaturen eng verwandt sind. Und sogar noch mehr, es gibt eine Fantheorie, die davon ausgeht, dass Monster X im Endeffekt nur so etwas wie der Kokon hätte sein können, aus welchem dann später Kaiser Ghidorah herausschlüpft, was ebenfalls auch die Form von Monster X ein bisschen mehr erklären würde und auch einen Hinweis darauf geben könnte, warum Monster X im Gegensatz zu seiner späteren Verwandlung in Kaiser Ghidorah so anders aussieht. Und jetzt kommen wir zur großen Frage. Könnte Monster X im Monsterverse selbst auftauchen? Und die Antwort lautet ganz klar, ja, absolut. Das Monsterverse hat bereits bewiesen, dass es klassische Kaiju wie King Ghidorah, Rodan oder auch Mothra erfolgreich neu interpretieren kann. Monster X könnte also perfekt in die Welt des Monsterverse passen, vor allem, da es die düstere Atmosphäre und die epischen Kämpfe weiter bereichern würde. Und was könnte seine Storyline sein, sollte es eines Tages gegen Godzilla Evolved, Kong und Shimo antreten müssen? Stellt euch Folgendes vor. Im nächsten Godzilla-Film tauchen seltsame Signale im Weltall auf. Die Menschheit entdeckt ein riesiges außerirdisches Raumschiff, das sich langsam der Erde nähert. An Bord? Naja, die Xilien, eine hochentwickelte Alienrasse, die die Erde erobern will. Diese Außerirdischen entfesseln das Monster X, das sich hier in dieser Variante ganz klar als Biowaffe erweist. Erschaffen aus den Überresten von King Ghidorah, den Godzilla ja in Godzilla King of the Monsters besiegt hat. Monster X wird zu einer nahezu unaufhaltsamen Bedrohung und Godzilla muss erneut antreten, um die Menschheit zu retten. Da wir hier im Monsterverse sind, wäre das natürlich nicht der einzige Titan, der in den Kampf gegen diese Biowaffe ziehen müsste, nein. Sowohl Kong als aber auch Shimo und Mothra würden sich dem Kampf ebenfalls anschließen. Am Höhepunkt des Films verwandelt sich Monster X dann auch in Kaiser Ghidorah, natürlich, und der ultimative Kampf zwischen den beiden Giganten beginnt. Mit dieser Storyline könnten die Macher des Monsterverse nicht nur die Lore erweitern, sondern auch den Fans einen echten Gänsehautmoment liefern. Monster X ist ein Kaiju voller Geheimnisse, ein würdiger Gegner für Godzilla und eine der faszinierendsten Kreaturen des gesamten Franchise. Ob wir es jemals im Monsterverse sehen, das bleibt abzuwarten. Aber eins ist sicher, die Legende von Monster X lebt weiter. Was denkt ihr also jetzt? Würdet ihr Monster X gerne im Monsterverse sehen? Und was haltet ihr generell von dieser Kreatur? Schreibt mir alle eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.